Okay, auf geht's. Ich glaube, ich habe einfach sehr viel Glück gehabt, dass ich in Zürich gelandet bin und da hat meine Intuition mich richtig geleitet. Ich wurde von Zürich angezogen durch eine Art Freiheit vielleicht und ich glaube, dass die Schule mich dahingehend aufgefangen hat, weil ich selber nicht konform genug war und ich glaube, in einer anderen Schule wäre ich angeeckt. Wir waren so unter uns und wir hatten noch gar nicht so dieses Bewusstsein, dass wir irgendwann auf den Markt kommen. Und es gibt Schulen, die reden auch davon, die sagen, ja, und dann müsst ihr auf den Markt und dann müsst ihr dieses können und dann müsst ihr so sein, damit ihr genommen werdet. Also man fühlt sich ja dann fast schon wie eine Ware, die sich anpassen muss. Und was mir sehr geblieben ist, dass als ich dahin kam, das war das letzte Jahr von Peter Danseis und das war dieser Mensch, der sehr offen und alternativ unterrichtet hat. Ich will, du regardes ça, toi. Natur. Es ist mir immer geblieben, dieses freie Denken und Andersdenken und dass es mehr ums Improvisieren geht und um die Wahrhaftigkeit als um ein Erfüllen, sondern mehr das Miteinander im Moment zu sein. Man bekommt einen Safe Space, in dem man forschen soll. So, what are you going to do about it? I'm going to stay right here. And I'm going to work. Dieser Film Phantom Thread, das war ein Film, der hat, glaube ich, meine Karriere völlig verändert und maßgeblich beeinflusst. Und ich habe damals sehr damit gekämpft, mit diesem Gedanken, muss ich mich jetzt verkaufen? Muss ich jetzt möglichst viel gesehen werden, viele Fotos von mir machen, damit man mich toll findet und dann besetzt? Oder glaube ich daran, dass ich ihn durch meine Kunst und in meiner Kunst gesehen werde. Und ich habe mich tatsächlich dafür entschieden, daran zu glauben, dass es die Kunst sein würde. Das ist mir ganz wichtig, auch Leuten zu erzählen, die herangehende Schauspieler oder Künstler sind. Man muss ganz viel Geduld haben. Wenn ich etwas an andere weitergeben möchte, dann diesen Glauben, dass wir die richtigen Leute begegnen.